Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. In der letzten Folge haben wir das Drachenei erfolgreich zurückgeben können. Revelio. Und ich möchte mich hier noch ein bisschen umschauen. Oh! War ich in dem Haus noch nicht drin? Sag mal. Ich wollte gerade sagen, ich möchte noch ein bisschen hier nach den Truhen und Handbuchseiten suchen, die uns irgendwie immer noch fehlen. Da ist eine Handbuchseite. Wieso? Wir waren hier noch nicht drin? Ach, Tatsache. Teeladendeko. Dieser Teeladen spiegelt den Geschmack der Inhaberin, Mrs. Deeply, wieder und ist ganz in der Farbe rosa gehalten und mit Rüschen verziert. Eine fröhliche, klimpernde Glocke läutet, wenn ein Kunde eintritt. Okay, bevor ich jetzt gerade hier direkt so losgelegt habe, wir konnten das Drachenei zurückgeben. Aber ich habe die Vermutung, dass die Wilderer Revelio nicht uns direkt gefolgt sind, aber eventuell Poppy und ihrer Oma einen Besuch abgestattet haben. Die Oma wollte ein Paket schicken, sie wollte eine Eule schicken. Beides kam nicht an. Das klingt natürlich nicht so gut. Okay, haben wir hier eventuell noch mehr Häuser, die wir nicht abgecheckt haben? Kann es denn sein, dass wir ein Haus mitten hier im Marktplatz noch nicht besucht hatten? Haben wir das schon erledigt? Ich glaube, da geht's auch gar nicht rein, oder? Doch, da geht's auch rein. Hä? Revelio. Aber hier waren wir doch schon mal. In dieser Art Poststation. Aber so weiter. Moment. Ich dachte, ich hätte was gehört, aber doch nicht. Also diese Beutel und Kisten respawnen ja nicht, ne? Das ist der Tagesprophet. Oh. Ich lasse mal ganz kurz hier so stehen. Ich scroll mal ganz kurz nach unten. Wer das lesen möchte, kann einmal ganz kurz pausieren. Genau, oder mal ganz kurz zurückspulen. Revelio. Kommen wir hier rein? Oh, wir kommen auch hier rein. Ach, das ist nach der Laden. Sehen Sie sich um. Wenn Sie Schokofrösche gegessen haben, fassen Sie bitte nichts an. Nein, nein, keine Sorge. Ist die Frage, welche Türen und welche Häuser kommen wir noch rein? Also die dunklen, da kommen wir auch rein. Hä? In manche dunklen Häuser kommt man rein und manche... Ach doch, in die dunklen kommt man rein, nur in die Türen, wo gar nichts dahinter ist, kommt man nicht rein. Revelio. Aber hier sind wir wahrscheinlich dann, wenn, schon drin gewesen, oder es gibt halt hier nichts. Oh, ich will die letzten Seiten hier noch finden, ich möchte den Ort irgendwie gerne abschließen. Ach stimmt, da war eine Kiste. Ja, hier waren wir schon drin. Aber ich weiß auch nicht, wo man eventuell noch irgendwas entdecken könnte hier. Ich hab doch gesagt, wir könnten mal hier vorbeischauen, hier bei den Sachen da oben. Das machen wir doch einfach mal. Lass mal hier links lang. Ich wüsste zwar nicht, was wir hier noch finden sollten. Weil eigentlich bin ich der Meinung gewesen, wir haben alle Läden und alle Öffnungen? Nee, alle Häuser schon durch. Ich sehe halt auch keine Handbuchseiten hier. Ah, Tatsache, das Haus hat noch ein Schloss. Waren wir in dem schon drin? Wir fangen kurz hier erst an. Okay, hier dürften wir wahrscheinlich schon drin gewesen sein. Und da hinten liegt noch was rum. Ganz da hinten. Kommen wir. Achso, das sind die Eier. Nee, ich dachte schon, wir haben was gefunden. Revelio. Aber nein. Ah, genau, da war so eine von den Kisten dahinter. Aber das Haus hier hat noch ein Schloss. Vielleicht hat die Mühle oben auch noch ein Schloss. Alohomora. Genau, ein Stufe 3er Schloss. Das haben wir noch nicht erledigt. Ach ja, es gibt immer noch Kleinigkeiten, die fehlen. Aber die Sachen nehmen wir alle mit. Und ich bin gespannt, ob wir das auch im Schloss Hogwarts schaffen. Da wird es natürlich super schwer, alle Orte nochmal abzuchecken. Ja, und hier ist eine Sammlungstruhe drin. Okay, dann fehlt nur noch eine. Und zwei Handbuchseiten müssten noch fehlen. Genau, das sind normale Kisten, keine Sammlungstruhen. Zack. Ich habe auch gerade gar nicht geschaut, was wir gefunden haben in der Sammlungstruhe. Hoppla. Aber ist auch nicht ganz so wichtig. Hauptsache, wir haben sie alle. Und irgendwann können wir sie mal benutzen. Ne, okay, hier oben gibt es soweit, ups, nichts mehr. So,
So, gibt es hier eventuell noch irgendwas? Nö. Nur der Typ, der hier angerannt kommt. Aber hier sind wir schon außerhalb Hogsmeade. Mal ganz kurz da oben noch dem kleinen Häuschen, aber da waren wir bestimmt auch schon. Ja, hier gibt's nichts. Hier ist alles erledigt. Dann könnten wir jetzt nur noch zu dem Feld rüberlaufen. Ist hier noch irgendwas? Revelio. Ne, auch hier waren wir überall schon. Dann steigen wir mal ganz kurz auf den Besen. Und fliegen hier einmal rum. Mal gucken, wie nah wir ran können, ohne dass wir genau geblockt werden. Neuer Auftrag verfügbar, okay. Ja, ich mache den noch einmal kurz rum. Ich würde gerne nur kurz eben diese eine Sache abchecken. Da unten bei dem Feld. Das wäre noch die einzige Ecke, wo ich mir vorstellen könnte, dass wir irgendwas noch nicht erkundet haben. Revelio. Oh, Moment. Es hat Pling gemacht. Oder war das wieder nur Soundtrack? Auch nicht so einfach, hier oben mit dem Besen das zu machen. Da schwebt ein Handbuch. Warum schwebt denn hier ein Handbuchseite rum? Akio! Wieso das denn? Und warum hier? Moment, war das die letzte Seite? Ne, wir haben noch eine, oder? Oder fehlt uns nur noch eine Hand? 54, okay, und 4 von 5. Und eine Demigeist-Statue, die muss in irgendeinem Haus drin sein. Revelio. Schwebt ihr denn hier eine Seite rum? Merkwürdig. Ja, da sind die ganzen. Zählt ihr mit dazu? So die Drachensteigenden oder sowas? Ich flieg aber mal nah hin. Nö. Leider nicht. Da haben wir noch ein Merlins-Rätsel. Ach komm, nehmen wir das auch gleich mit, wenn wir schon hier sind. Oh, welch angenehme Überraschung. Ja, natürlich. Welche Überraschung vor allem. So, da haben wir die ersten Fliegen. Oder was auch immer das hier sind. Lumos. Glühwürmchen sind es nicht, sind irgendwie leuchtende Schmetterlinge. Oder Motten. So, einmal, dann haben wir die zweimal und dann haben wir die dritten. Und damit meine ich nicht die Zähne. Lumos. Und da rein und ihr auch noch einmal mit. Revelio. Im Zelt gibt's so nichts, ne? Nö. Halt. Lumos. Lumos, mitkommen. Und rein da. Das war gar nicht so knifflig, Merlin. So, wir machen uns gleich weiter auf den Weg. Tada! Die sind ja so eine Art Florfliegen, weil die, ich meine, leuchten auch so, nur dass die halt grün leuchten und die anderen blau. Vielleicht eine besondere Art von Florfliegen, könnte ja sein. Revelio. Okay, wir machen mal langsam. Ganz nah hier ran. Nö. Wo könnte sich das denn verstecken? Da, ich habe den Demigeist gesehen. Da müsste, glaube ich, die Demigeist-Statue sein. Oder ist das ein Wegpunkt? Da, nein, das ist ein Wegpunkt, oder? Bitte lass es. Revelio. Ja, das ist der Wegpunkt. Ich dachte, ach Mist, das wäre in einem der Häuser drin. Mann! Jedes Haus nochmal abchecken, aber hier waren halt überall wirklich schon. In diesem Keller wird ja nichts drin sein. Da waren wir ja auch schon. Hast du wieder einen Pling gehört oder war das wieder Musik? Oh, es täuscht einen manchmal so oft. Revelio. Da
Temperatur bei Arendelle. Aha. Wo könnte sich hier noch was verstecken? Ja, ich glaube, wir werden es jetzt nicht so schnell herausfinden. Vielleicht irgendwann mal einfach bei jedem Besuch in Hogsmeade einfach mal ein bisschen rumschauen. Es kann natürlich noch eine fliegende Handbuchseite sein, die sich halt irgendwo so ein bisschen versteckt. Oder ein bisschen außerhalb rumfliegt, wie gerade die eine da hinten. Die hätte ich ja schon fast nicht mehr zu Hogsmeade gezählt, weil die ja doch eigentlich neben dem Ort rumgeflogen ist. Aber ich glaube, diese fliegenden Seiten gibt es tatsächlich immer nur im Ort. Aber hier scheint sich nichts aufzuhalten. Naja, machen wir mal Folgendes. Wir haben ja letzte Episode, Moment, einmal kurz unter Herausforderungen. Unter Kampf haben wir hier Straßenköder besiegt. Ach, auch das können wir mal... Nee, also können wir nicht ansammeln. Ich dachte, wir hätten das zum Einsammeln. Hier, berüchtigte Gegner. Aha. Die Spinnen haben wir noch eins mehr. Straßenköter haben wir eins mehr. Geht auch alles schön vorwärts. Oh, Duellleistung. Ich vermute mal, das könnten hier 40 oder 64 sein. Oh, das werden noch viele, die wir erledigen müssen. Ich glaube, das wird wahrscheinlich so eine der schwierigsten Sachen zum Erledigen, tatsächlich. Weil die manchmal so ein bisschen blöd sind, diese Aufgaben. Okay, aber weitere Herausforderungen, halt, Sammlungen wollte ich gar nicht. Haben wir jetzt nicht erledigt, ne? Ist immer noch ein Ausrufezeichen. Ich gehe aber mal kurz auf alle Punkte hier so drauf. Jetzt ist es weg, okay. Ne, hier gab es nichts Neues. Hier glaube ich auch nicht. Nee, im Hochland muss halt Seiten sammeln. Aber das hat Zeit, das kommt mit der Zeit und so weiter und so fort. Keine Eile dabei. Gibt noch eine Menge Balance, aber die werden wahrscheinlich größtenteils auf der anderen Seite sein. Von diesem einen Tunneldurchgang. Genau, was ich eigentlich aber nachschauen wollte, waren Aufträge. Hausbesuch der Wilderer. Oh, oh, oh. Ich würde mal sagen, wir machen uns direkt hier dran. Mr. Moon müssen wir auch nochmal reden. Ja, wir machen direkt hier weiter. Ich würde auch gerne mit dem Brunnen weitermachen, wenn er auch mit Mr. Moon sprechen würde. Aber wir reisen mal ganz kurz dahin, warum auch gerade Poppy sich aufhält. Achso, ich hätte gar nicht beenden müssen. Ich glaube, direkt auf die Karte gehen. Ist sie im Schloss oder ist sie beim Schloss? Ah, sie ist hier draußen bei dem Haus. Oder in der Nähe vom Unterrichtsraum der Tierwesen. Dann reisen wir da mal schnell hin. Hätten wir vielleicht auch fast mit dem Besen fliegen können. Wäre wahrscheinlich fast gleich lang wie der Ladebildschirm und dann von hier aus nochmal loslegen. Aber gut, sind wir schon unterwegs. Ja, ich vermute mal, wir müssen uns um ihre Oma kümmern. Ist nur die Frage, in welchem Ort wohnt denn ihre Oma? Oh. Der hat irgendwie einen schlechten Tag erwischt. Sie. Geh doch nach drin. Also im Winter in der Regenwolke stehen. Halt, nee, doch. So. Ist jetzt nicht so schön, was sie da macht, aber okay. Einmal schnell zu Poppy. Zack. Ein Glück, dir geht's gut. Ja, wie geht's dir denn? Da bist du ja. Du wirktest so durcheinander, als du gegangen bist. Die Wilderer sind bei meiner Oma gewesen. Jemand hat mich in der Hornschwanzhalle erkannt und dann sind sie zu ihr. Wie meinst du das? Geht es ihr gut? Ihr geht es zum Glück gut, aber sie waren bei uns zu Hause. Dachten wohl, ich hätte das Ei dorthin geschickt. Sie sagte, sie hätten das ganze Haus auseinandergenommen und geschrien, dass wir sie ruiniert hätten. Das tut mir leid, Poppy. Ich bin froh, dass es ihr gut geht. Ich glaube, das hätte keiner von uns ahnen können. Ich hätte es wissen müssen. Ich habe die Wilderer unterschätzt. Und nun ist noch ein Geschöpf in Gefahr. Wie meinst du das? Die Wilderer wollten nicht mit leeren Händen gehen und stahlen wertvolle Tagebücher, die Oma bei ihren Nachforschungen über seltene Tierwesen entdeckt hatte. Eines davon enthielt Theorien über ein geheimes Versteck der Schnatzer, die man lange Zeit für ausgestorben hielt. Was für ein Wesen ist denn ein Schnatzer? Ein kleiner Vogel mit goldenen Federn. Er ist unglaublich, hat drehbare Flügel, mit denen er schnell in jede Richtung fliegen kann. Tatsächlich basiert der goldene Schnatz im Quidditch auf dem Schnatzer, der vor Jahrhunderten grausam für diesen Sport verwendet wurde.
Ja, genau, das wissen wir ja schon, dass man früher dafür eben die Schnatzer verwendet hat und deswegen auch der goldene Schnatz so heißt. Warum sollten Sie sich für Schnatzer interessieren? Sie könnten mit Schnatzern mehr Geld verdienen, als Sie es je mit Drachen kämpfen könnten. Die Federn und Augen der goldenen Schnatzer sind unglaublich wertvoll. Deshalb glaubt man, sie seien ausgestorben. Sie wurden von den Zauberern ausgerottet. Ich will mir gar nicht vorstellen, auf welch grausame Art sie heutzutage gezüchtet und für Profit getötet werden würden. Wo genau sind diese Schnatzer denn angeblich versteckt? Oma sagt, die Tagebücher seien etwas kryptisch, was gut ist. Vielleicht sind die Wilderer nicht schlau genug, um die Vögel zu finden. In den Tagebüchern wurde wohl nur vermerkt, dass der Schlüssel zu ihrem Versteck im Mondlicht liegt. Oma glaubt, dass man es auf eine Handvoll Orte eingrenzen kann. Ah, okay. Ich nehme an, du wirst die Wilderer nicht in die Nähe der Schnatzer lassen. Oma will, dass ich mich raushalte. Aber sie ist am Boden zerstört, weil Wilderer hinter den Schnatzern her sein könnten, falls es sie noch gibt. Wir hatten das Überraschungsmoment auf unserer Seite, als wir den Drachen gerettet haben. Aber jetzt werden die Wilderer nach uns suchen. Wir brauchen Verbündete. Andere, die Wilderer ebenfalls hassen und Tierwesen genauso schätzen wie... Bei Merlins Bart, du bist ein Genie! Die Zentauren! Sie würden die Schnatzer um jeden Preis schützen wollen. Ja, Punkt eigentlich, ja. Wir können es mal versuchen. Klingt so, als müssten wir mit den Zentauren reden. Wir müssen aufpassen, wie wir uns ihnen nähern. Das Verhältnis ist immerhin angespannt. Trotzdem könnten sie unsere einzige Hoffnung sein. Ich denke drüber nach. Ich melde mich, wenn ich einen Plan habe. Das klingt doch super. Ah, Auftrag abgeschlossen, Hausbesuch der Wilderer. Das ging schnell, genau diesmal war es wieder nur so ein kurzes Gespräch. Mal ist es ein Auftrag, mal ist es ein Gespräch, aber ich schätze mal, der nächste Teil davon wird wieder ein Auftrag werden, also wo wir mehr machen müssen oder können. So, und jetzt möchte ich mal zu Mr. Moon. Wir sind ja schon hier im und am Schloss. Ist das hier? Genau, hier zum Lehrerturm. Vielleicht können wir jetzt endlich seine Plagen und Leiden ein wenig beenden oder das Ganze irgendwie noch ein wenig klären. Ich meine, wir haben schon einige von den Demigas-Statuen gefunden. Falsch? Irgendwie falsch, oder? Ah, nee, da ist er. Im Tageslicht den Raum gar nicht erkannt hier. Mr. Moon, ich weiß jetzt, wer hinter den Demigas-Statuen steckt. Boah, das ist das ist so nichtssagend irgendwie. Das ist schon ein bisschen hart, aber ich gehe mal mit der oberen Option. Ich hoffe mal, wir formulieren die Antwort oder den Satz nicht zu heftig. Es war ein Klassenkamerad, den sie schikaniert haben. Pierce Pemberton. Oh, ich hätt's wissen sollen. Zöpfchen Pierce. Ich glaube, er wird nicht gern so genannt. Natürlich wird er das. Oh, er hatte so volle Locken. Wir haben immer über sie gelacht. Ich wohl am lautesten. Ein cleverer Mann. Ich wusste nicht, dass er so verschlagen ist. Ich sollte ihm gratulieren. Die übrigen Statuen machen mir weniger Angst, jetzt wo ich weiß, dass sie vom alten Zöpfchen aufgestellt wurden. Sammeln Sie sie ruhig weiter, wenn Sie wollen. Ich werde meinem alten Freund einen Besuch abstatten. Naja, okay. Also ich würde sagen, Auftrag aktualisiert. Nee, ist Auftrag abgeschlossen. Okay, passt, gut. Seine Antwort war zwar ein bisschen unsympathisch irgendwie. Ich meine, wir haben die Antworten und die Sätze doch ganz okay formuliert, würde ich mal sagen. Gar nicht mal zu vorwurfsvoll. Aber seine Antwort war jetzt ein bisschen unsympathisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Davor war er mehr sympathischer. Naja. Was haben wir denn noch hier im Schloss so zu erledigen? Haben wir noch überhaupt irgendwas hier? Nee, wir haben keine Aufgaben, außer hier oben. Ein Hauptauftrag. Den würde ich aber dann tatsächlich ganz gerne in einer neuen Folge erst irgendwann angehen, wenn wir mehr Zeit verfügbar haben. Dasselbe wie dem hier mit Sebastian. Oh, Imperio liegt unter den Belohnungen. Das würde ich aber auch gerne in einer Folge angehen, wo wir wirklich Zeit dafür haben. Na, hier fehlt uns noch eine Sammlungstruhe. Dann mal ab hier hin. Haben wir auch eine Aufgabe hier anzunehmen. Ach, ich habe die Brunnenaufgabe schon wieder vergessen. Ja.
Vielleicht gleich noch im Anschluss, je nachdem, wie groß der Auftrag hier jetzt wird. Aber für die anderen beiden Sachen würde ich mir gerne eine ganze Folge Zeit nehmen können und das nicht mittendrin abhacken müssen. Revelio. Aber das wäre wahrscheinlich der Fall, wenn wir jetzt in den letzten 10 Minuten dieser Folge das angehen würden. Ich will auch gar nicht so oft von der verbleibenden Zeit der Folge mal sprechen. Aber ich wollte es nur einmal kurz ein bisschen so erklären, warum und wieso. So, hier ist noch ein Sack auf dem Dach. Accio. Den machen wir jetzt mal ganz... Nee, brauchst du gar nicht. Ich will den eigentlich nur looten. So. Lass liegen. Revelio. So, hier ging es nicht rein, oder? Nein. Dann war es eins der Häuser da unten. Da, glaube ich, sehe ich eine Truhe. Aber ich sehe kein Schloss. Wieso waren wir hier nicht drin? Wieso haben wir die Truhe nicht gelootet? Das kann keiner... Ach so. Ja, können wir ja keinen mitnehmen. Ja gut, ist egal. Die Truhe müssen wir nicht looten. Die hat ja auch keinen Fortschritt oder sonstiges. Ich suche trotzdem mal ganz kurz nach der... einen Sammlungstruhe, die hier fehlt. Revelio. Moment mal. Die sind keinem der Häuser. Es handelt sich jetzt aber nicht um die komische Truhe da oben mit den Powertränken, oder? Das wäre jetzt merkwürdig. Verzeihung, Sir. Sie wollen den Narren sehen, was? Das ist Paul Rick Haggerty, beraubt von der eigenen Schwester. Na, sie hat fast jeden ausgeraubt. Also, wer ist der Narr? Ich bin nicht sicher, wovon Sie sprechen. Dann wissen Sie wohl als Einziger nicht, dass Catherine mit dem Dieb Victor Rookwood und seiner Bande durchgebrannt ist. Einfach abgehauen. Ich hätte nie gedacht, dass sie mich mal beklaut. Uns. Aber sie war es eindeutig. Für den Diebstahl eines Familienerbstücks soll sie nach Azkaban kommen, Schwester oder nicht. Klingt nicht so gut. Was für ein Familienerbstück wurde Ihnen denn gestohlen? Eine Halskette. Sie gehörte der ersten der Haggerty-Frauen. Sie ist hunderte von Jahren alt. So viel Geschichte. Sie wird sie verpfänden. Warum sollte Catherine das Dorf ausrauben? Sie hatte es doch schon verlassen. Sehe ich wie ein Verbrecher aus? Woher soll ich das wissen? Sie hat diesen Ort immer verabscheut, hat es gehasst, hier aufzuwachsen. Vielleicht wollte sie uns demütigen. Ich überlege gerade, kommt mir der Name Catherine Haggerty irgendwie bekannt vor? Hatten wir mit der schon mal zu tun, hier sogar im Ort? War da nicht was oder ist es einfach nur so ein Ding, was mir gerade irgendwie in den Kopf kommt und ich falsch einordne? Sind Sie sicher, dass es Catherine war? Es hätte jeder sein können. Dank dieses Rookwood-Lumpen überrennen uns die Kriminellen. Ich wollte glauben, dass es irgendeiner von ihnen war, nur nicht Catherine. Aber nur sie konnte wissen, wo das Erbstück versteckt war. Und sie wusste genau, welche Häuser sie ausrauben musste. Ich kann mich nach dem Dieb umschauen. Sie? Unser Eins kann da nichts ausrichten. Das ist eine Aufgabe für Officer Singer oder eine ähnliche Instanz. Außerdem schlägt meine Schwester diese feige Diebin nur nachts zu. Da müssen Sie längst im Bett sein. Wir haben schon nach draußen geschaut. Eventuell mal. So, also gerade jetzt so ist es nachts. Was verkaufen Sie hier? Wie kann ich Ihnen heute behilflich sein? Nichts Gutes zu kaufen, aber wir verkaufen ein paar Dinge. Einfach mal kurz mal das Inventar ein bisschen clean halten, da muss man auch nicht so ewige Verkaufsrunden machen. So. Passen Sie lieber auf Ihre Sachen auf. Catherine würde einem noch die Augenbrauen aus dem Gesicht klauen. Ja. Ich möchte mal trotzdem eine Sache machen. Und zwar irgendwie, mir sagt das Gewand nicht so ganz zu. Ich ziehe mir wieder mal den hier an. Der passt im Winter auch ein bisschen besser, weil wir einfach einen schönen Kragen haben, der ein bisschen gepolstert ist. Können wir noch die Kapuze aufziehen davon? Ging da was? Oder wo war denn die Kapuze? Gab's hier gar keine? Moment mal. Nur was testen. Ah, hier kann man Kapuze an- ausmachen. Aber der hat keine Kapuze, okay. Und unten drunter ziehen wir uns jetzt auch was Wärmeres an. Was sieht denn wintertauglich aus und gemütlich? Hier das Grüne. Okay, das ist ein Pyjama, das passt nicht.
Was passt denn natürlich auch hier drunter? Uniform des Mannschaftskapitäns, okay. Ich meine, es muss nichts von hier oben sein, natürlich. Okay, das sieht ein bisschen zu sehr nach Musterschüler aus. Haben wir denn hier irgendwas Gemütliches, was passen würde? Ich glaube aber nicht, dass wir irgendwie wintertaugliche Kleidung haben, so wirklich, ne? Passt alles nicht so ganz. Ich muss auch gar nicht zu lange damit aufhalten. Ich wollte nur wieder mal was anderes anziehen, weil mir irgendwie diese, ja, dunkle Magier-Ausrüstung doch nicht so ganz zusagt. Rotes Reisegewand. Ich finde, das ist ganz okay. Bisschen zu lässig fast mit dem Knopf da oben, aber das geht schon. Ist schon okay. Die Handschuhe, glaube ich, können wir anlassen, oder? Die sind eigentlich ganz cool. Welche haben wir denn an? Sehe ich das irgendwo? Kunstvolle, ebenholzfarbene Handschuhe. Ich dachte auch eine Rune um. Okay, es ist nicht das, was... Ja, wir sehen nicht, welches Erscheinungsbild wir tragen. Aus Drachenhaut. Oh, nö. Diese hier anziehen... Die da. Ja, das sind die, die wir gerade eben anhaben. Ach ja, ich lasse die mal, oder? Oh, interessant. Ne, bleiben wir mal bei denen hier. Der Rest passt auch. Wieder einen Schal anziehen. Das ist vielleicht noch eine Idee. Oh ja, der würde schon ganz gut passen. Was haben wir denn noch an Schals? Der ist so dünn. So ein schönes Winterdesign. Dem passt die Farbe leider nicht so ganz dazu. Bei dem auch nicht. Ich glaube, dann wird's... Ja, doch, den finde ich ganz gut. So, das ist mal ein bisschen wintertauglich angezogen. Ein Haufen Gold. Ich muss hier richtig sein. Der Dieb hat wohl mehr genommen, als er tragen konnte. Ach Leute, ich sag gerade, wieso liegen hier Münzen? Aber okay. Das soll wohl so. Revelio. Na, was malt die Schönes? Kennt nicht ganz so viel, das ist ein bisschen dunkel. Ach nö, ich wollte gerade gucken. Hey, mach doch das Bild nicht weg. Ich wollte gerade noch Lumos anmachen. Revelio. So, wo ist das nächste Häufchen? Da ist das nächste Häufchen. Ach, Häufchen sammeln, auch eine wunderschöne Tätigkeit. Zum Glück sind das hier keine Kackehäufchen. Den kleinen schlechten Witz konnte ich mir gerade nicht verkneifen. Mehr Gold. Ich muss in der Nähe sein. Gold, 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 Gold. So eine entspannte Anstellung in Gringotts würde mir gefallen. Den ganzen Tag rumsitzen. Könnte aber wahrscheinlich etwas langweilig werden. Revelio. Ah, bestimmt. So, die schnappen wir uns noch. Ganz leise hoffentlich. Oh, das wird Problem, wir müssen uns beeilen. Pentrificus Totalus. Wie? Levioso. Lass mich! Bombarda! Expelliarmus! Crucio! Confringo! Ich werde deinen Tod... Lazio! Defendo! Long. Ah, das muss wehtun. Mit dem Amboss. Ouch. Hat euch alle in den Untergang geführt. Das mit dem Amboss war nicht so angenehm. Gift 3 haben wir bekommen, okay. Nett, nett. Revelio. So, noch weitere Goldräuchchen. Was hast du für mich auf Lager? Na komm, wir sind gerade schon dabei. Machen wir kurz die Prüfung ganz kurz mit. Entweder reparieren dieser Dinger, weil die gleich kaputt gehen werden, oder wir müssen sie zerstören. Confringo! Ja, genau. Das habe ich erwartet. Hier drüben gibt es noch einen weiteren, jawohl. Kommen wir mal nicht ran von hier. Jetzt aber. Merlins Prüfungen, das war's. 14 von 14, jawohl. Ja, du hast es geschafft. Was geben die denn nochmal als... Ich glaube, mehr Inventarplatz, oder? Inventarplatz nehme ich immer gerne. Kann man nie genug von haben. Was ist hier? Noch ein paar Münzen.
Revelio. So, sonst gibt's hier nichts mehr in dem Lager. Nur noch kurz die kleine Schatzkammer hier. Aber zuerst ganz kurz, Moment. Herausforderungen. Erkundung. Jawohl, mehr Platz für Ausrüstung. Und jetzt nochmal 20 weitere Prüfungen. Ach, du Heilige. Davon gibt's ja auch zum Glück gar nicht viele in der Welt. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Oh, was soll denn hier schon passieren? Höchstens ein paar Inferi, die uns begegnen könnten. Rutschen wir? Nein, rutschen nicht. Alles gut. Revelio. Ah, kleine Kammer der Kobolde hier. Okay, mehr gab's aber nicht hier unten. Dann machen wir uns wieder auf den Weg nach draußen. Und ich bedanke mich schon mal vielmals fürs Zuschauen. In der nächsten Folge suchen wir weiter nach, ja, dem geklauten Familienerbstück. Sind noch nicht ganz angekommen. Folge der Spur aus Münzen, ja, aber die geht doch nicht hier weiter. Die geht doch hier drüben weiter, ne? Genau. Dann haben wir nichts übersehen. Ich platziere mich mal so, dass ich die hoffentlich auch gut sehe, wenn ich die nächste Folge anmoderiere. So, das müsste ich hinbekommen, oder? Genau, dann mit diesem wunderschönen Ausblick hier aufs Meer. Oh, das ist sogar sehr schön. Oh, das ist tatsächlich sehr, sehr schön hier. Na gut, damit verabschiede ich mich mal aus dieser Folge und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.